Hey, herzlich willkommen, lauf nicht weg, zu einem neuen Part. Ich glaube mittlerweile Part 6 müsste es sein. Der City Life Challenge. Kannst du bitte ins Bett gehen, wenn du müde bist und dich nicht auf die Couch legen? Dankeschön. Genau, wir haben es jetzt 3:30. Amy ist gerade aus der Schule zurückgekommen, also sie ist tatsächlich heute in die Schule gegangen, ist aber jetzt dementsprechend müde und legt sich jetzt erstmal noch auf ein Nachmittagsschläfchen hin. Ja, im letzten Part, was haben wir im letzten Part alles gemacht? Also im letzten Part, ja, hat sich Amy dazu entschieden, nach langem, langem Hin und Her, ja, das Kind abzutreiben. Und ja, seitdem ging es ihr eigentlich relativ schlecht. Jetzt gerade ist sie eigentlich ganz glücklich. Aber auf jeden Fall. Hey Amy, hier ist Miko. Hast du Lust, heute Abend abzuhängen? Yes, haben wir. Wir merken uns das auf jeden Fall, denn ich habe das heute auch geplant. Irgendwie lustig, dass sie jetzt auch anruft, weil ich habe heute was geplant mit Miko. Aber ja, natürlich hängen wir heute Abend ab. Aber ja, wir müssen erst noch mal kurz ein bisschen schlafen und was essen. Und genau. Wir stehen mal kurz auf. Es ist schon wieder 7 Uhr. Und machen uns kurz was zu essen. Und zwar werde ich jetzt auch mal ein bisschen mehr kochen, damit wir auch mal Reste essen können. Und ich würde sagen, wir machen Aubergine süß-sauer, was sie ja letztens gelernt. Oh ne, das hat sie bei dem Date mit David gegessen, gell? Vielleicht sollten wir doch was anderes machen. Ich würde sagen, sie macht einmal das hier, dieses Banh Mi oder was auch immer das ist. Und das machen wir jetzt einfach mal in einer Viererportion. Und Miko ist vorbeigekommen? Ist Miko vorbeigekommen? Hey, ich wollte mich heute mal in der Stadt umsehen. Kann ich mich bei dir fertig machen? Ey, das passt so gut, ne? Weil ich wollte heute mal das erste Mal auch mal richtig feiern gehen. Denn habe ich ja letztes Mal, glaube ich, erwähnt, zwei Packs geholt. Und das eine Pack davon war ja Gaumenfreuden. Und da waren wir auch schon in einem Restaurant, beziehungsweise bei Dunkin' Donuts. Wer bist du? Warum lauft ihr alle? Und warum lauft ihr alle immer random in meine Wohnung? Und zwar habe ich mir auch das Pack Zeit für Freunde geholt. Ich glaube, das hatte man schon sehen können, weil wir letztes Mal die Gruppe erstellt haben. Und, genau, wir werden heute auf jeden Fall mit den Girls feiern gehen, das erste Mal. Denn ich habe jetzt das Pack und ich muss es ausprobieren. Und ich denke, sie ist zwar, okay, das steht mir jetzt nicht mehr da, dass sie jetzt noch irgendwie traurig ist. Vorher kam eine Meldung, ich blende euch kurz ein, da war sie nämlich gerade in der Schule. Und genau, warte, jetzt kannst du kurz zum Essen rufen und Teller nehmen, dann könnt ihr beide schnell noch was essen und dann könnt ihr euch aufmachen zum Club, zur Disco. Ich denke ja, dass sie immer noch auf diesem Trip ist, dass sie sich sehr ablenken möchte von dieser ganzen Sache mit der Schwangerschaft, mit David und mit diesem ganzen Drama. Und dass sie deswegen, ja, sich heute dazu entschieden haben, einfach mal unter der Woche an einem Dienstag feiern zu gehen. Ob das so gut ausgeht, wir wissen es nicht. Ich meine, es war auch gestern schon so, dass wir sehr lang wach waren, sehr lang unterwegs waren und dann extrem müde heute in die Schule sind. Aber ja, ich denke, wir machen das jetzt einfach mal. Und ich bin sehr gespannt, dieses Pack auszuprobieren. Und außerdem habe ich, das habe ich eigentlich auch schon vorm letzten Part gemacht, habe ich einen heißen Typen erstellt. Also der ist wirklich hot. Und ich hoffe, dass wir den eventuell treffen können. Ich hoffe, der ist heute auch dort in diesem Club. Ich weiß nicht, wie gut meine Chancen stehen, aber ja. Und deswegen, ich werde jetzt einfach mal sagen, können wir das jetzt, ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Kann man jetzt erstmal, man kann ja so eine Versammlung starten. Ach so, wir müssen erstmal dahin reisen vielleicht. Das wäre schlau, weil es stehen sonst alle bei uns hier. Dann werden wir jetzt erstmal hinreisen. So, und ich zeige euch mal ganz kurz den Club von außen. Also der ist so schön. Upala. Ich wollte es nicht. So, der sieht richtig, richtig fancy aus. Und dann zeige ich euch mal, was man hier auch alles hat. Also wir haben hier einmal einen großen Pool. Dann hier so ein, ja, so ein Bereich zum Chillen, keine Ahnung. Dann hier zwei Bars mit hier ein paar Tischen.
Und dann haben wir hier den ersten Dancefloor und den DJ-Pult. Und dann haben wir hier drin noch einen Dancefloor. Und hier ist auch schon eine DJ unterwegs. Star-DJ sogar, okay. Und dann haben wir hier oben noch einen geilen, fancy Barbereich. Und hier ist schon der Alfredo. Keine Ahnung, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Und genau, ich würde einmal mal sagen, wir werden als erstes mal hier hochgehen und ich mache mal ein Getränk für die Gruppe bestellen. Die sind richtig teuer. Ich würde sagen, wir trinken eine Fruchtbrause. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Und wir haben ja ganz viel Geld eigentlich, also für unsere Verhältnisse viel Geld. Und hier kommen auch schon ein paar weitere Partygirls. Die sieht ja mal richtig cool aus, die Candy. Und die beiden sind jetzt auch schon. Und es steht hier Zusammenhalt wegen Teilnahme an Gruppenversammlungen. Amy ist begeistert von dieser Gruppenversammlung. Es gibt doch nichts Besseres, als sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das sollten wir öfter machen. Okay. Und was denkt der, wer er ist? Cringe. Mach uns einfach unsere Getränke. Und ja, nerv uns nicht. Vielen Dank. Und vielleicht sollten wir uns was anderes anziehen. Wir haben ja nicht umsonst hier ein fancy Partykleid. Und jetzt hocken die Girls hier. Oh, das ist richtig cool. An der Bar und genießen ihre Getränke. Ups. So, und dann trinken wir mal unsere Getränke und unterhalten uns mit unseren Girls ein bisschen. Und jetzt müssen wir richtig dringend auf Toilette und uns ist schlecht. Und hier geht schon voll die Party ab. Wir verpassen hier schon richtig viel. Gehen mal kurz auf Toilette. Und wir sind betrunken. Das kommt übrigens mit dem Slice of Life Mod auch. So, und dann gehen wir mal zusammen einfach mal tanzen. Und Brand ist auch da, oder? War das Brand? Ich glaube schon. Hat die Tanzfähigkeit erworben. Sehr cool. Und wir tanzen hier auch und haben richtig Spaß. Sehr schön tanzt du da. Und ja. Und Miko da hinten geht auch richtig ab. Oh, ist richtig cool. Jetzt verbringt sie so eine Nacht im Club und genießt so ein bisschen das. Genau deswegen ist sie eigentlich so hergekommen. Das Feiern gehen und das alles. Und jetzt können wir es auch endlich machen, weil ich das Pack habe. So, und während wir jetzt hier am Dancen waren, kam dieser mysteriöse Typ hierher. Und wir haben uns mal bei ihm vorgestellt und oh mein Gott, wir verstehen uns direkt richtig gut cool mit ihm. Und hi. Nein. Nein, der ist verschwunden. Haben wir uns vorgestellt. Haben wir uns vorgestellt, haben wir uns vorgestellt, haben wir uns vorgestellt. Yes, wir kennen ihn. Und zwar ist das der Dylan Montano. Wir laden jetzt einfach nochmal ein, dass er hierher kommt. Nochmal. So, wir tun mal so, ob er nie abgehauen wäre. Und genau, wir tanzen jetzt hier mit ihm. Und die Girls verabschieden sich langsam. Und wir sind ein bisschen betrunken. Und deswegen flirten wir ihn einfach mal an, würde ich sagen. Okay, hi. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber er ist so heiß. Ich habe ihn heute, nee, gestern. Ich habe ihn auf jeden Fall letztes Mal erstellt. Und er ist neu in der Stadt. Und deswegen ist er jetzt hier in diesem Club, weil das der angesagteste Club der Stadt ist. Und genau. Und zufällig waren wir auch hier. Und genau, jetzt flirten wir ihn so in unserem betrunkenen Zustand einmal an, machen ihm ein Kompliment über sein Aussehen. Und wir verstehen uns direkt richtig gut mit ihm. Und flirten ihn einmal an. Okay, er war nicht abgeneigt. Und dann versuchen wir nochmal, starten wir einfach nochmal einen Flirtversuch. Und jetzt werden wir langsam wieder nüchtern. Und die beiden sind jetzt ein bisschen hier flirty unterwegs und ihr geht's irgendwie nicht so gut. Und die beiden unterhalten sich jetzt hier auf der Tanzfläche. Es wird langsam morgens und die beiden quatschen immer noch und verstehen sich richtig gut.
Und ja, wir haben ihn ein bisschen auch angeflirtet, weil wir ein bisschen betrunken sind. Und jetzt flirten die beiden und sie umarmt ihn jetzt einfach mal random und er erwidert die Umarmung und lächelt richtig süß. Oh, ich brauche kurz Screenshots, sorry Leute. Ich schieb die einfach ohne, dass was passiert ist, ey. Aber ich weiß nicht so. Ich habe jetzt das meiste nicht wirklich aufgenommen, weil das war irgendwie sehr anstrengend. Aber ja, die beiden haben sich jetzt hier so im Club kennengelernt und richtig gut unterhalten. Und ja, dann hat auch ein bisschen geflirtet. Ich meine, sie ist ja immer noch etwas betrunken, etwas angetrunken. Okay. Jetzt setzen sich die beiden ein bisschen abseits hin. Und jetzt kommt es doch wieder durch. Nicht vergessen, Amys Gedanken sind mit der letzten Schwangerschaftserfahrung oder Debakel, wie man es nimmt. Und ja, dann sieht sie so diesen Typen hier und versteht sich richtig gut mit ihm. Und ja, ich würde sagen, ja, sie ist schon richtig, richtig müde, dass wir jetzt dann noch heimreisen und oh, ist so süß, irgendwie, wie er so da sitzt und sie anlächelt und irgendwie sehr schön, ja. Ich glaube, wir gehen aber jetzt nach Hause. Es ist nämlich schon sehr spät, beziehungsweise früh. Und so betrunken, wie sie jetzt noch ist, geht sie einfach nur ins Bett und schläft jetzt erstmal die Nacht drüber. Und ja, sie muss eigentlich in die Schule, aber ich würde sagen, heute schwänzen wir nochmal und ja, ich lasse es erstmal ausschlafen. Aber ja, ihr habt jetzt gesehen, das ist der gute Dylan Montano gewesen. Und genau, die Storyline war halt so ein bisschen, dass ja, sie mit ihren Mädels im Club jetzt war. Und sich ein bisschen abzulenken auch, um ein bisschen zu feiern. Und jetzt ruft der Direktor schon wieder an. Wir kommen nicht. Sorry, Bro. Kannst du noch duschen, wenn du aufwachst? Und ja, dass wir einfach nur ein bisschen feiern wollten, ein bisschen uns ablenken wollten. Sie hat sich ja auch ein bisschen betrunken. Und dann auf der Tanzfläche. Oh. Okay. auf die Tanzfläche wollte ich ganz kurz sagen. Hat sie dann eben diesen mysteriösen, sexy Typen gesehen, kennengelernt. Und die beiden haben sich einfach die ganze Zeit unterhalten. Sie hat ihn auch in ihrem betrunkenen Zustand richtig oft angeflirtet. Und er ist aber trotzdem so süß gewesen und er ist nicht weitergegangen, weil sie war ja sehr betrunken. Und er hätte es natürlich auch ausnutzen können, die Situation, dass er einfach jetzt so ein betrunkenes Girl ist, aber er hat sich richtig süß mit ihr unterhalten und als sie sich dann hingelegt hat zum Schlafen im Club, dann war er auch noch ein bisschen da und hat ein bisschen auf sie aufgepasst und ja, keine Ahnung, ich habe ihn jetzt einfach mal mit in die Story reingeworfen, mal schauen, was passiert und auf jeden Fall schlafen wir gerade und ja, David ruft an und sagt, hey Babe, bist du beschäftigt? Ich vermisse dich und will dich sehen. Kannst du sofort rüberkommen? Und wir werden sowas von nicht rüberkommen, weil wir wissen schon wieder genau, wie das Ganze ausgehen wird. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch gerne wieder ein paar Kommentare schreiben, wenn ihr auch Ideen habt, die ihr mit in die Story einfließen lassen wollt. Und ihr könnt mir auch mal gerne schreiben, wie ihr den Part so findet. Und ja, einfach Kommentare schreiben. Ich liebe Kommentare. Und genau. Wenn sie jetzt dann aufwacht, dann kann sie erstmal duschen gehen. Ich würde sagen, heute schlafen wir nicht ganz so lange. Damit. Klingeln treffen. Du hast gerade überraschend Besuch bekommen. Ihr könnt abhängen, Spaß haben, etwas essen, plaudern oder Liegestütze machen. Hä? Okay. Ja, ich muss erstmal duschen, meine Liebe. Und wir sind sehr gestresst, weil wir uns betrunken haben und jetzt gerade nüchtern werden.
Und ja, ihr habt sie das mitbekommen. Ich fühlte mich frei wegen Betrunkensein. Es war schön, alles zu vergessen, einfach nur Spaß zu haben. Und ja, wie gesagt, mal schauen, was ist passiert. Vor allem auch mit Dylan jetzt. Und vor allem auch mit David, weil ruft uns ja auch ständig wieder an. Und ich, ja, würde erst mal sagen, kannst du mal bitte kurz dann noch aufs Klöchen gehen und. Nee. Und dann kannst du dir ein paar Reste aus dem Kühlschrank nehmen. Und ja. Oh mein Gott, ich hab's gerade noch gesagt. Dylan ruft an und schreibt: Hey Schönheit, schreibt. Wir sagen einfach mal, er hat angerufen und sagt: Hey Schönheit, wollen wir uns heute verabreden? Ich kann warten, bis du fertig bist. Und er hat uns auch richtig süße Vorschläge gemacht. Und ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall ein Date mit ihm haben. Ich werde jetzt drücken. Nein, danke, ich bin gerade beschäftigt. Weil das ist ja, glaube ich, eben von diesem Mod, dass sie dann eben weggeht und dann nach 1, 2, 3 Stunden wiederkommt. Aber wir wollen das Date natürlich aktiv mitspielen. Und deswegen werden wir ihn später auf ein Date einladen. Deswegen werde ich jetzt sagen, nein, danke, ich bin gerade beschäftigt. Aber ihr seht hier, was er für Date-Vorschläge gemacht hat. Und deswegen werden wir dann trotzdem so tun, als ob er uns auf ein Date eingeladen hätte, halt einfach später. Und ja, sie ist ein bisschen verwirrt vielleicht noch. Ich meine, sie hat ja auch sicherlich. Warum spielt sie jetzt einfach Geige in unserer Küche? Sie hat ja sicherlich auch eben noch Gefühle für David. Das kann man ja nicht einfach direkt so abstellen. Aber er hat sie halt auch richtig verletzt und ja, keine Ahnung. Deswegen denke ich mal, sie wird auf jeden Fall nicht Nein sagen zu dem Date. Und ja, wird erstmal diesen Typen, den mysteriösen Typen vom Club letzte Nacht einfach mal richtig kennenlernen. Bei einem richtigen Date. Weil die haben es ja echt gut verstanden so und er ist ja nicht wirklich weitergegangen, was ja auch irgendwo süß ist. Und deswegen, er möchte es jetzt halt richtig machen und sie auf ein richtiges Date einladen. Und ich weiß aber nicht, ob wir das noch in diesem Part spielen werden. Ich glaube, das werde ich dann im nächsten Part machen, das Date mit Dylan, weil, ja, ich will jetzt noch ein bisschen weiter mit dem Geldverdienen kommen und dann. Ich glaube, der Part ist auch schon relativ lang wieder, kann ich mir vorstellen. Ich werde jetzt nämlich hier nochmal Poster, Schneekohlen und alles sammeln gehen. Und dann müssen wir auch oder können wir auch langsam ein bisschen die Wohnung weiter einrichten, weil wir haben ja eigentlich gerade genug Geld. Und außerdem haben wir jetzt halt die erste Stufe. Wir haben jetzt halt 1000, über 1000 Simoleons in der Haushaltskasse. Das heißt, wir können jetzt auch rein theoretisch pflanzen. Um damit auch ein wenig Geld zu verdienen. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall auch dann gleich machen, wenn sie jetzt hier die ganzen Poster hat. Oh, und wir haben die Poster von letzten Mal ja gar nicht verkauft, ne? Okay, dann werde ich auf jeden Fall die ganzen Poster verkaufen. So, und dann werden wir mal schauen, was wir uns jetzt leisten können. Also, wir haben ja eigentlich schon eine kleine Küche. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall nochmal eine zweite Theke. Ups, vielleicht nicht in die Wand rein. Und uns auf jeden Fall eine zweite Theke noch. Und dann würde ich sagen, holen wir uns vielleicht auch mal einen Computer oder einen Laptop oder sowas. Fände ich ganz cool. Ich würde halt die Couch auch irgendwo woanders dann dabei hinstellen. Vielleicht halt echt hier zwischen dem Stromkasten und diesen Wasserrohren. Und dann können wir nämlich hier einen kleinen Schreibtisch hinstellen. Oder ich stelle gleich einen Esstisch hin. So, und dann können wir mal gucken. Also ich fände den hier ganz schön. Ich würde jetzt nicht so die abgeranzten Sachen kaufen, weil ich meine, den können wir uns ja auch eigentlich leisten. Jetzt stellen wir ein bisschen hier rüber. Und dann noch Stühle. Da würde ich dann trotzdem noch so billige Stühle auf jeden Fall nehmen. Oder wir nehmen hier halt solche. Aber ich würde so schon so farbige Stühle irgendwie nehmen. Das hat irgendwie diesen Vibe von dieser Wohnung hier. Vielleicht noch einen grünen. Und einen grauen.
Und dann können wir uns auch noch einen Computer leisten. Eigentlich wollte ich ja einen Laptop kaufen, aber Moment, wo war das hier? Aber ich glaube, die sind alle zu teuer. Deswegen holen wir uns hier so einen Slow-Motion, PC. Oder wir können uns da den auch leisten, aber ich glaube, wir werden uns erstmal den hier kaufen. So. Und dann haben wir eben unsere Couch hier noch. Und Fernseher können wir uns eigentlich einen Fernseher leisten? Ich glaube, wir könnten uns einen leisten, aber das würde ich noch nicht machen. Ich würde uns halt dann auch bald mal vielleicht ein Doppelbett holen, aber ich weiß nicht, wie viel wir zur Verfügung hätten. 900, dann müsste eigentlich schon ein Bett rausspringen, oder? Bestimmt, ey. Okay, wir könnten uns schon ein Doppelbett leisten. Dann würde ich halt sagen, verkaufen wir das Bett und holen uns auf jeden Fall ein Doppelbett. Und zwar können wir uns nämlich hier auch das hier kaufen. Das finde ich nämlich eigentlich ganz schön. Ich sehe es jetzt halt mit den Farben auch nicht so. Aber da haben wir uns einfach mal was gegönnt, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache das echt in diesem Blau. Ich sehe es, wie gesagt, jetzt eh nicht so gut. Aber ich glaube, dieser Blauton sieht eigentlich ganz schön aus. Und verdecke ich damit wieder Mäuselöcher. Yes. Dann machen wir es halt so hin. Bisschen näher ans Fenster vielleicht. So. Das Badezimmer würde ich jetzt nicht so viel verändern. Wir haben eh nur noch jetzt 100 Simoleons. Ja, dann würde ich es erstmal fürs Erste so lassen. Nochmal kurz bei Licht. Also wir haben jetzt hier nämlich so einen kleinen Esstisch mit einem PC bei dieser schönen Aussicht. Ja, okay, jetzt sehen wir nur das Schild, aber man kann hier auf die Stadt runterschauen. Dann unsere kleine Küche. Sieht auch noch alles ein bisschen abgeranzt aus und auch diese Stühle, dass die alle nicht so gut zusammenpassen farblich. Und das finde ich irgendwie passt so ein bisschen noch zu diesem Vibe. Dann haben wir hier diese mega coole Couch, die wir uns beim Flohmarkt gekauft haben. Und das Bett, was wir uns jetzt hier gegönnt haben. Das ist richtig, richtig schön sogar. Und ja, das war einfach mal so eine Investition, die wir uns einfach mal gegönnt haben, sagen wir einfach mal so. So, und sie ist immer noch gestresst, weil sie noch am Ausnüchtern ist. Aber nicht mehr lange. Und was liegt hier jetzt noch am Boden rum? Oh, da liegt noch was Gutes zu essen. Sie hat zwar gerade keinen Hunger, genau. Aber wir brauchen ja die ganzen Rezepte und deswegen essen wir das jetzt einfach schnell, damit wir das Rezept auch kennen. Oh mein Gott, ist es scharf? Oh, sorry. Wie es aussieht, ist Amy nicht ein scharfes Essen wie Merguez, keine Ahnung, wie es ausspricht. Sorry an alle, die es wissen. Gewohnt. Mit der Zeit und ein bisschen Übung wird sie problemlos die schärfsten Speisen essen können. Okidoki. Und warum hast du da so eine komische Maske auf? Ich würde jetzt mal sagen, dass wir jetzt, es ist jetzt 5:30, dass wir jetzt eben auf das Date gehen werden mit Dylan. Er sieht so gut aus. Sorry, aber also hübsch ist er schon. Also da könnt ihr jetzt echt nichts sagen. So. Anyways, warum bist du so? Dir geht's nicht gut, okay. Ja, wir können ja mal erstmal mit ihm reden. Und zwar fragen wir ihn mal nach seiner Karriere. Wahrscheinlich hat er keine, weil ich ihn gerade erst platziert habe. Dann sprechen wir mal ein bisschen übers Wetter und dann. Ja, natürlich ist Dylan arbeitslos, warum frage ich überhaupt? Dann drückt mir mal ein bisschen Bewunderung aus und so nach dem Motto: Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Dylan Montana angefangen hast. Er ist ziemlich cool. Ja, das ist er. Wir drücken mal Bewunderung aus, weil er uns ja auch gestern so gut geholfen hat und so süß zum Zuschauen. Und dann erzählen wir einfach mal eine fesselnde Geschichte. Und jetzt ist sie auch wieder glücklich. Und dann erzählen wir ihm von persönlichen Lebenszielen. Ach so, und wir sollten eventuell. Also das ist übrigens dieses Restaurant, was ich jetzt gerade platziert habe. Ganz süß eigentlich. Und jetzt werde ich mal schauen, dass wir um einen Tisch bitten können. Welchen nehmen wir denn? Vielleicht den hier. Damit das halt auch mal wirklich funktioniert. Hör auf mit ihm zu reden, bitte. Dylan und Amy sind soeben gute Freunde geworden. Okay.
Und die beiden sind eigentlich optisch auf jeden Fall schon mal Bombe. Mal gucken, was sich aus den beiden noch ergibt. Bisher riechen sie erstmal nur. Und wir werden jetzt erstmal einen Tisch gönnen. So, dieser Tisch, den wir haben wollten, der ist noch frei. Also beeil dich mal, Girl, damit wir diesen Tisch auch wirklich kriegen. Und sie ist aber auch so hübsch, ne? Okay, wer bist du überhaupt? Ja, lauf halt weg, oder? Achso, er bringt uns gerade zu unserem Tisch. Der Daryl French, okay. Hallo. Vielen Dank für diesen Tisch. Hier ist dein Tisch, guten Appetit. Und jetzt würde ich direkt, ja, wie cringe sitzt nebeneinander, oder was? Jetzt ist er direkt weg, oder wie? Okay, wir bestellen einmal. Wen hat denn jetzt angeflirtet? Diese Dame! Was? Habt ihr das gesehen? Als ob! Wir chillen mit ihm auf ein Date und er flirtet einfach eine andere an. Ich kann nicht mehr, Alter. Was geht hier ab? Okay, ich würde sagen, wir bestellen. Okay, das ist anscheinend so ein fancy Restaurant, sehe ich gerade. Dann bestellen wir wohl was so fancy ist. Okay, dann würde ich sagen, wir bestellen zweimal diesen Wein. Okay, Moment mal, ich habe gar nicht so viel Geld. Dann bestellen wir hier diesen. Ich denke, das ist auch mal irgendwie so ein Wein oder so. Und dann gönnen wir uns noch irgendwas zu essen, was vielleicht nicht ganz so teuer ist. Ich denke, er bestellt sich geschmortes Bruststück an Sauerkleesalat. Das klingt doch, als würde er sich's bestellen. Und ich würde sagen, wir bestellen uns das exotische Fischtrio und probieren das mal. 63, das tut weh. Wehe, das funktioniert jetzt nicht. Ja, genau. Gerade flirtest du noch mit einer anderen, ey. Okay, wir bestellen gerade. Würde ich aber einfach trotzdem halt. Dann würde ich mal Beziehungstipps geben, ne? Wenn du doch die eine so toll findest. Und dann können wir noch mal einfach so ein bisschen nach Tag fragen. Vielleicht hat sie auch was falsch interpretiert. Das wäre aber jetzt richtig traurig irgendwie. Also, ich meine, warum sollte er dann mit der anderen so flirten? Das nervt mich jetzt. Ja. Und ich denke aber, dass sie deswegen jetzt nicht. Warum haben wir jetzt hier den Dreck bekommen von irgendwem anderen? Alter, okay. Vielen Dank. Ach so, okay, sie nimmt den Dreck schon wieder mit. Passt schon. Ja, ich denke aber, dass sie jetzt da deswegen keinen Aufstand macht, sondern sich für sich selber denkt, vielleicht habe ich was falsch interpretiert. Und ja, unangenehme Situation, aber ich denke, dann werden die einfach so auf freundschaftlicher Basis ein bisschen miteinander reden. Und das Geflirte von letzter Nacht vergessen wir mal ganz schnell. Und hier läuft nie was nach Plan, ne? Wir führen einfach mal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm. Und ich würde sagen, ich müsste jetzt auch dann langsam den Part vielleicht beenden. Und dann geht es mit dem Date bzw. Nicht-Date oder was auch immer mit dem Treffen der beiden im nächsten Part weiter. Ich frage immer noch mal nach seinem Liebesleben und er ist ein Genießer und wir kriegen die ganze Zeit dreckiges Geschirr hingestellt. Warum funktioniert das bei mir nicht? Kriegen wir was zu essen oder kriegen wir nichts zu essen? Das ist halt hier die Frage. Oh, wir kriegen was zu essen. Okay. Ich hoffe, das ist für uns. Jawohl, sehr schön. Hier ist deine Bestellung. Guten Appetit. Ja, hock dich wieder hierher, ja. Lauf nicht schon wieder weg. So. Und ich würde sagen, mit diesem Bild, mit diesem wundervollen Essen, was wir jetzt bekommen haben, beende ich diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne einen netten Kommentar, lasst gerne ein Abo da. Ein Like würde mich auch freuen. Müsst ihr natürlich alles nicht, könnt ihr alles. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Ich bin gespannt, wie es mit den beiden weitergeht, wie es auch mit David weitergeht. Und vor allem sollten wir uns auch mal wieder um die Schule kümmern.
Genau, aber ich verabschiede mich jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Part. Tschüss!